Tja. Direkt raus, wie kann man nicht abspringen? Du musst direkt Nunna an den Mann. Du musst direkt Nunna, das ist der Trick dabei. Nee, jetzt auch nicht. Ach ja, ich habe mich gefragt, wo ich meine Webcam hier am besten hinmache für dieses Spiel. Und ich dachte mir, unten links ist nicht schlecht, oder? Ich hatte sie unten in der Mitte und da war ich halt über dem Lebensbalken. Und ihr wollt ja immer sehen, ob ich gleich sterbe oder nicht. Ja, man darf es nicht vergessen. Wie sieht's aus mit euch? Boom. Oh, shit. Shit. Einige, die hier hinfliegen. Er hat diesen krassen, ihr wisst schon, Niederflugtrick gemacht. Scheiße. Ihr geht aber alle weg hier, oder? Hallo? Ich habe eben ein paar Runden CSGO PUBG gespielt. Ihr wisst schon, dieses Go for the Kill. Schon vorzüglich, aber es muss halt auch mal wieder das Original sein, ne? Ganz klar. Ich gehe jetzt direkt hier rein. Ist hier jemand, der irgendwie meint, er muss mich ankacken? Ne? Gut. Das CSGO PUBG ist doch ziemlich schnell, also es ist nicht so... Dieses Spiel hat eine gewisse, wie soll ich es am besten ausdrücken, Langatmigkeit, die ich sehr positiv finde, die mir sehr gut gefällt. Jawohl, sehr gut. Alles klar, Pistole schon mal am Start. Ich könnte also auf die Jagd gehen, aber wenn ich dann jemanden hab mit der Pump auf Close Range. Oh. Ich wollte gerade sagen, oder eine M4 oder so. Oh, shit. Optimal. Lass uns kurz langsam machen. Falls jetzt einer Close kommt, wäre das echt eine blöde Sache. Hier war auf jeden Fall jemand. Hier Close. Jawohl, eine Pfanne meine ich. Pfanne. Pfanne ist tausendmal besser als eine Weste. Hier ist irgendwo eine. Also es waren zwei oder drei, die hier rum sind, aber ich dachte mir, ich will nicht mehr so extrem ängstlich rum, sondern zumindest in manchen Momenten mit ein bisschen Schmackes ran, dass ich eben nicht stundenlang rumkacke und nichts am Start habe, ne? Nehme ich auf jeden Fall noch die Munition für meine M16. Liegt überall eine M16 rum, was? Hier steht auch manchmal, wenn ich es jetzt nicht verwechsle mit einem anderen Kaff, ein Auto. Hier eigentlich, da vorne. Ich glaube, als ich auf dem Asia-Server war, habe ich da eins gehabt. Da ist einer. Ich weiß nicht, ob er hier ist. Ja, da ist er, okay. Soll ich hier durch die Ding knallen? Nee. Komm, leg dich doch jetzt mal hin. Er rennt nach unten rum. Kein Plan, ob er jetzt von mir weiß. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Er rennt oben rum. Tja. Guten Abend, Monsieur. Okay, da war die First-Person-Sicht auf jeden Fall Quatsch. Da hätte ich so machen sollen. Ich war so ein bisschen schockiert, dass er so nah ist. Aber klar, er weiß ja nicht, dass ich da bin. Das hat mich fast ein bisschen überpimmelt hier. Ich glaube, er hat auch gerade noch zusätzlich seine Waffe nachgeladen. Ne? Es ist halt ultra bitter. Die Uzi oder was er da hatte, ist... Was hat er liegen gelassen? Also für eine Burst-Feuer-Geschichte schießt sie dann aber doch echt heftig hier. Die Feuerstoß. Ne? Das ist aber doch echt krass. Das wirkt wie komplettes Dao-Fi. Es weiß jetzt jeder, dass ich hier bin. Genauso wie ich eigentlich sicher gehen kann, dass hier nichts ist, weil er von hier kam. Nun ja, es sind noch mindestens zwei weitere in dieses Kaff abgesprungen. Ich gehe einfach. Versuche mich halt ultramäßig umzuschauen. Und ich hoffe natürlich darauf, dass die Leute keine Aim haben. Was ja doch öfter vorkommt. Also so auf die Entfernung. Also ich meine, ich bin jetzt auch auf jeden Fall kein... Oh, ein Auto. Das gehört schon mir. Geht weg. Dann gehe ich nach Rostock. Legen oder... Oh, fuck! Alter, hör mal auf zu schießen, mein Freund. Oder vielleicht doch mein Feind. Hier ist sicherlich schon irgendwas, wobei ich jetzt gerade noch keine offene Tür sehe. Alles klar. Okay. Okay. Wir wurden gesichtet. Ich habe keinen Plan, also keinen genauen Plan von wo die mich jetzt wirklich beschossen haben. Ich hätte schwören können, es kam von dem Haus da oben. Oh, da hinten wird auch geschossen. Ja, da oben ist auf jeden Fall einer. Ich sehe ihn. Jetzt habe ich noch dieses Kackvisier hier am Start. Boah, das ist halt echt scheiße, ne? Mit dem Ding. Das ist so, als würde ich mit dem Toaster eben. Also da oben ist der andere. Der hat mich auch noch im Visier. Ich könnte jetzt versuchen, ihm Header zu drücken. Es wird wahrscheinlich nicht so klappen. Ich versuch's mal. Ja, da hat er schon mal gefressen. Ich bin so schlecht ausgerüstet. Ich muss weiter. Auch wenn ich jetzt vielleicht in den Beschuss komme, aber ich muss noch ein bisschen looten oder so. Ich habe fast keine Muni mehr. Komm schon, hier ist doch bestimmt noch nicht gelootet. Hier ist schon gelootet, was? Verirrt er mich doch aber gerade. Ja, sehr gut. Immerhin. Erste-Hilfe-Koffer. Ich könnte eigentlich meinen Peiniger versuchen zu rushen. Einfach nur, dass ich es ihm gezeigt habe. Und falls ich es nicht schaffe, dass ich es versucht habe. Falls er noch da oben ist. Ich hoffe, er kann mich von hier nicht sehen. Doch, wenn er da oben liegt und runterschaut mit Third Person, kann er mich auf jeden Fall heranspurten sehen. Wir hoffen einfach mal, dass er jetzt gerade nicht hinguckt. Es wird jetzt nämlich dann echt ein krasser Häuserkampf vielleicht bei ihm. Aber ich denke, er ist die beste Option, um an ein gescheites Scope ranzukommen. Vielleicht macht er ja einen Fehler. Ich mache auch ständig Fehler. Und ich gehe jetzt ran. Boot, bruh. Wo bist du? Du Sackratte. Oh Gott, vor die Tür weggeschossen. Ja, der ist tot. Ja, nice. Er hat nur Kackvisiere. Ach komm, erzähl mir jetzt nicht solche Geschichten. Mein Auto ist noch da, Leute, die Rettung. Bin ich trotzdem ein bisschen stolz, dass ich rangegangen bin, auch wenn es nichts gebracht hat. Aber immer dieses Warten, Warten, Warten. Da kann ich verstehen, dass manche sagen, es ist vielleicht ein bisschen langweilig. Also, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich bin eigentlich der Letzte, der sowas sagen darf wie, das hat euch zu gefallen, weil ich kann überhaupt keinen beim Spielen zu gucken. Ich finde es stinklangweilig. Also, ich kann keine Gaming-Videos schauen und so weiter. Ich muss selbst spielen. Ich keine Ahnung, was da los ist, aber
Ich brauche das einfach. Da hinten ist noch ein Buggy. Es gibt natürlich Sachen, die man, die anschauenswerter sind als andere. Ich finde aber, dass gerade dieses Spiel, man spürt ja auch beim Spielen, ob irgendwas langweilig ist, also ob es einem gerade gefällt oder nicht. Aber wenn da so eine Spannung in der Luft liegt, so wie hier, wo man wirklich so am Schwitzen ist, dann finde ich es echt eine richtig nette Geschichte. Also hier ist halt 100 pro jemand. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf, ich gehe da rein. Kenne ich nix. Boys and Girls. Wo? Hier oben ist, glaube ich, nichts. Der hätte sich schon längst gezeigt. Da läuft einer. Er kommt zu mir rein. Nein, 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 nein. Oh, shit. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Er hat die Tür offen gelassen. Das ist jetzt ein bisschen blöd gerade. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss gleich weiter. Fuck. Oh nein, und ich habe die Tür kaputt gemacht. Tierfachsucher. Mit der Granate. Rucksack Level 3. Oh, ultra viel Munition und eine Brille. Sau wichtig. Denkt immer dran, Brillen. Und schon stecke ich in der Scheiße. Nee, halt, ich habe ein Auto. Da läuft einer. Direkt close neben mir ist einer. Jetzt geht's um die Wurst. Ja, okay. Ist down. Hier ist irgendwo ein Sniper. Hoffentlich schießt er mir nicht aus dem Auto raus. Wo ist meine Karre? Wo ist meine Karre? Ich bin so down. Ich bin so down. Blaue, komm! Da geht! Komm, 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 komm! Ja! Ah! Versuch direkt hier hinzugehen an dieses kleine Bums. Das ist so ein winziges Häuschen, ne? Eigentlich eine dumme Idee. Nee, da gehe ich nicht hin. Ich gehe dahin. Ja, es ist zwar schon wieder ein Rand von der Map, aber egal. Ich muss jetzt rum. Geil, Mann. Das war wichtig, dass ich den gekillt habe. Ah, scheiße, nein, er holt mich aus dem Auto. Das ist ein Drecksack. Ich war zu langsam wahrscheinlich, keine Ahnung, und bin sehr frontal auf ihn zugefahren. Aber da steckt man halt nicht drin, ne? Wenn jemand hinter Baum steht, hast du geschissen. Schön noch hier die Belohnung eingesackt. Und ich glaube, ich mache demnächst so ein... Kann man hier in dem Spiel, da bräuchte ich auf jeden Fall mal euer Feedback, so ein Case-Opening machen? Macht da sowas Sinn? Kann man hier coole Sachen holen? Oder soll ich einfach nach jeder Runde mal so ein Kistchen aufmachen? Hier, ich zeig's euch mal. Man kann da ja so Kisten aufmachen. Ich habe jetzt einiges an Jumbumble gesammelt. Und ja, meint ihr, ich soll... darüber mal ein Video machen? Einfach nur, also PUBG Case Opening und mein ganzes Geld verbraten und alle Kisten aufmachen. Vielleicht ist ein Dildo dabei oder so, man weiß es nicht. Oder soll ich es einfach so halt einstreuen, wenn ich lustig bin? Get more crates on the Steam Markt. Ich glaube nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.